Science forschen und entdecken, unbekannten Welten auf der Spur. Kinder werden zu Naturwissenschaftlern. Wir haben Xplor Science dieses Jahr zum 9. Mal und ins Leben gerufen haben wir es, weil wir an einem außerschulischen Lernort Kindern, Jugendlichen die Möglichkeit bieten wollen, Naturwissenschaften zu erleben und zu entdecken. Es gibt Spannendes zu erkunden. Zum Beispiel, gibt es Leben auf der Erde ohne Sonnenlicht? Und wenn ja, wie geht das überhaupt? Um das herauszufinden, machen sich die Nachwuchsforscher auf den Weg in die Tiefsee. Mit einem virtuellen U-Boot geht es 4000 Meter hinab. Hier dringt kein Sonnenstrahl durch. Erlebnistage mit Geschichte. Die Dinos mussten sterben, weil ein Meteoriteneinschlag die Sonne verdunkelte. Lernen und Spielen geht hier beides. Mit allen Sinnen entdecken. Ein Spieleklassiker mal ganz anders. Geruchs- und Geschmacksmemory. Der Natur auf der Spur. Das Training für Gaumen und Nase macht Sinn. Um zu zeigen, wie wichtig die Sinne für uns Menschen sind und dass das immer ein Zusammenspiel ist der Sinne. Wenn man beispielsweise nachts im Dunkeln nach der Nachttischlampe tastet auf dem Nachttisch, kann man anhand von verschiedenen Oberflächen erkennen, aha, das war jetzt das Holz vom Nachttisch und hier kommt jetzt das Kabel von meiner Nachttischlampe. Hier muss also irgendwo auch der Stecker sein, um es anzuschalten. Begeistert hat mich schon immer, dass man im Alltag immer wieder wirklich an Alltäglichkeiten Naturphänomene erleben kann. Und hier im Park wird es dann immer deutlicher an den strahlenden Augen der Kinder und Jugendlichen. Gewinner sind sie alle, diese Kinder insbesondere. Sie haben einen der Schüler-Mitmach-Wettbewerbe zum Thema biologische Vielfalt gewonnen. Der Lohn, ein Preisgeld für die Klassenkasse und der verdiente Applaus der Menge.